herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und zwar, wie viele schon von euch sehnsüchtig erwartet, kommt heute der zweite Teil von meiner Pixel-Anleitung. Und zwar, ich habe euch ja schon den ersten Teil gezeigt, wie man sich eine Pixel-Vorlage erstellt und wie man quasi dieses Programm bedient, damit ihr euer Lieblingsfoto oder euer Lieblingsbild selber pixeln könnt und ausdrucken könnt. Ich kann euch das Video gerne hier oben unter dem i nochmal verlinken. Da kommt ihr direkt dazu. Ich denke, ich werde aber auch vielleicht eine Playlist erstellen, in der ich dann quasi die ganzen Pixel-Anleitungen alle drin habe. Dann braucht ihr nur auf die Playlist schauen. Genau, so. Und zwar heute geht es um das Thema, nachdem ihr die Anleitung dann ausgedruckt habt, also eure Pixel-Vorlage, wie geht es dann weiter? Wie mache ich die nächsten Schritte? Was für Möglichkeiten habe ich? Also, ich kenne drei Möglichkeiten, wie ihr eure Folie, also euer Papier so bearbeiten könnt, damit es dann klebt und ihr darauf painten könnt. Es gibt einer der gängigsten Varianten ist doppelseitiges Klebeband drauf machen. Und zwar, da gibt es große Rollen, zum Beispiel die 20 cm breit sind. Also hier habe ich ein Lineal, die sind 20 cm breit und wenn ihr dann eure Vorlage habt, also das ist jetzt mein gepixeltes Blatt, 20 cm breit, dann könnt ihr das einfach so runterrollen. Es gibt aber auch, glaube ich, eine, die ist 27 cm breit. Das würde aber auch noch reichen, dann rollt ihr das einfach so runter. Es sind große Rollen, gibt es da, da sind meistens 50 Meter doppelseitiges Klebeband drauf. Sind auch recht kostengünstig. Da kostet euch ein Blatt 14 Cent nur. Also die Rolle kostet, glaube ich, 35 Euro, gibt es bei eBay. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Ich habe noch keine da, weil ich gesagt habe, ich verbrauche jetzt erstmal meine Laminierfolien. Das machen wir nämlich heute. Aber es gibt die Möglichkeit, wie gesagt, kauft euch so eine große Rolle, wenn ihr wollt. Die verhält sich auch sehr ähnlich wie das doppelseitige Klebeband auf den Bildern. Also ihr könnt dann quasi einfach eine Rolle nehmen, rollt das hier runter, schneidet euch das hier ab und dann habt ihr schon eure Pixelvorlage erstellt. Dazu empfehle ich euch aber, dass die Vorlage auf etwas dickerem Papier auszudrucken. Also nicht unbedingt auf 80 Gramm Kopierpapier auszudrucken, sondern es gibt auch so 120 Gramm Papier. Wartet mal, ich habe da auch was da. Und zwar habe ich hier mir mal gekauft, das heißt Color Choice, das hat 120, hier sieht man es auch, ja, hier unten dran steht es, 120 Gramm sind das, 250 Blatt A4 und das ist, denke ich, eigentlich ganz gut, weil, ich lege es jetzt mal kurz auf dem Boden, weil die das dünne Papier, Kopierpapier wird dann doch sehr wappliche Angelegenheit, also und so bekommt ihr einfach ein bisschen mehr Stabilität. Natürlich das doppelseitige Klebeband macht auch das Papier noch ein bisschen stabiler, aber es druckt euch einfach ein bisschen dickeren Papier aus. Ihr könnt auch, wenn ihr dickeres findet, auch auf 150 Gramm oder so euch das ausdrucken. Man müsste halt mal schauen, was euer Drucker packt. Aber ich weiß, meiner packt bis zu 260 Gramm. Also ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Ich muss gerade mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ich weiß, wir haben jetzt gerade erst angefangen. Hier habe ich die schöne Tasse von der Pichu. Ja, die steht jetzt hier immer hier schön bereit. Auf meinem angefertigten Teller von Manufaktur Hibiskus. Ja, jetzt stelle ich aber mehr auf die Seite hier. Oh, lecker. Und weil ich heute ein bisschen quatsche, habe ich mir ein bisschen was zum Trinken hergestellt.
Genau, und dann könnt ihr euch einfach die Blätter beziehen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, mit Flüssigkleber zu arbeiten. Ich habe jetzt nur eine Sorte da, die auch ein bisschen kostenintensiv wäre, würde ich jetzt mal fast behaupten. Und zwar ist das der Tombow Mono Liquid Glue. Hat ein Zwei-Phasen-Klebesystem. Und zwar wenn man da aufklebt auf dem Papier, trocknet der nicht trocken ab. Das heißt, es bleibt immer eine kleine Klebeeffekt übrig. Und das ist genau das, was wir ja auf dem Bild haben wollen. Das heißt, wenn ich mir hier jetzt Kleber drauf schmiere, mit einem Pinsel schön alles verstreiche, das ist quasi so eine ähnliche Art wie Flüssigkleber. Bei den Leinwänden mit Flüssigklebern wird es aber heiß drauf gemacht. Das heißt, es prägt sich so ein bisschen in die Leinwand ein. Das haben wir hier nicht. Es wird einfach nur so eine Klebeschicht obendrauf. Funktioniert aber auch. Da gibt es von. Wartet mal ganz kurz. Ich muss euch kurz mal wegmachen vom Mikro. Und zwar, da gibt es von der Firma Aline's Quick Dry Tacky Glue, da gibt es nämlich auch den Zwei-Phasen. Ich verlinke euch das natürlich unten. Also ich verlinke euch die Klebefolie und ich verlinke euch natürlich auch diesen Zwei-Phasen-Glue. Der ist auch in der Größe von dieser Tube hier. Ich glaube 118 Milliliter. Und wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, reicht das ungefähr. Je nach Größe des Bildes für 2 bis 3 Bilder eine Flasche und die kostet, glaube ich, um die 15 Euro. Und der ist teurer, also da kostet so ein kleines Fläschchen kostet schon 3, 4 Euro. Also das. Aber das ist das gleiche System. Ich habe halt jetzt nur den da, ich habe das noch nicht ausprobiert. Wenn ihr das wollt, dass wir das mal zusammen ausprobieren, dann kaufe ich mal von dem Aline's Tacky Glue. Und dann können wir das gerne mal zusammen ausprobieren. Und dann machen wir uns einfach. Obendrauf dann zum Abdecken Backpapier oben drüber. Und dann dürfte das eigentlich auch gut funktionieren. Also wir können das gerne mal zusammen ausprobieren, wenn ihr da Interesse daran habt. Und auch mit der doppelseitigen Klebefolie können wir auch gerne mal ausprobieren. Also ich werde die sicherlich bestellen. Aber ich wollte jetzt erstmal meine Laminierfolien aufbrauchen, weil da habe ich halt natürlich gleich 100 Pack bestellt. So, genau. Und das machen wir heute. Wir bekleben unsere Folien mit doppelseitiger Laminierfolie. Jetzt habe ich hier einen schwarzen Strich gekriegt, aber ist nicht schlimm, ist nicht im Bild drin. Und zwar hier habe ich, das kommen wir später dazu. Genau, hier habe ich meine ganzen Vorlagen. Das brauchen wir auch erst später. Und zwar, ich werde euch jetzt zeigen, wie wir die laminieren. Und danach zeige ich euch, wie man die vorbereitet, die Platten, was für Möglichkeiten es da gibt. Und danach werden wir noch zusammen, zeige ich euch, wo ihr Steinchen bestellen könnt und wie ihr Steinchen bestellen könnt und wie ihr euch das ausrechnet, wie viel ihr braucht. Genau. So. Und zwar ihr. Bei Stitch Art Easy ist es ja auch ganz einfach. Das sind ja die Zahlen hier unten nummeriert. 1 auf 9, also Seite 1 von 9. Ich habe jetzt aber nur 8 Seiten, weil die 9. Seite ist ja meine Legende. Und da werden wir uns das jetzt einmal durchlaminieren, beziehungsweise ich laminiere mit euch ein, zwei Folien und danach den Rest mache ich separat, sonst wird es zu lang. Ich habe mir bei Amazon dieses Laminiergerät gekauft. Das hatte eine sehr gute Bewertung, war auch nicht zu teuer. Ich glaube, um die 16 Euro hat es tatsächlich nur gekostet. Aber das kann ich euch auch unten gerne verlinken. Ich lege mir jetzt mal kurz einen Zettel hin, damit ich nicht vergesse, was ich euch alles verlinken will. Ich habe so einen süßen Notizblock von meiner lieben Tina mal gekriegt. Da ist leider der Sticker weggegangen hier oben. Aber da schreibe ich mir das jetzt mal auf. Also, ich wollte euch Laminiergerät und Folien verlinke ich euch auch. Kommen wir gleich. Dann Doppel Klebeband. Dann haben wir gesagt den Tacky Glue.
Also das lege ich mir einfach mal auf die Seite. Genau. Und ich habe das hier in der Packung noch drin, einfach weil ich es ja, so besser verstauen kann und mit dem Kabel. Also es ist eigentlich ein ganz simples Laminiergerät. Ich hatte nicht groß irgendwelche Extras oder so. Genau, dann werde ich das mal kurz hier unten einstecken bei mir. Zack, drin ist es. Und dann machen wir das einmal an. Es gibt hier einen An- und Ausschaltknopf. Hier steht auch Insert. Also hier ist, steckt man es rein, also nicht von der anderen Seite, sondern da kommt es raus. Genau. Und hier dieser Release-Knopf, ich denke, ist zum Unterbrechen, wenn da irgendwas vielleicht qualmt oder was weiß ich was wäre. Das braucht auch gar nicht lang, das braucht so 2-3 Minuten, bis es aufgeheizt ist. Das stellen wir einfach jetzt mal hier auf die Seite. Und dann können wir nämlich so lang schon mal unsere Folien präparieren. Und zwar, ich habe mir zweierlei gekauft. Ich habe mir hier einmal ein 100er Pack gekauft. Das hat damals auch die Janine X. Die hat auch ein ganz tolles Video dazu gemacht, im Übrigen, wie man die Folien laminiert und danach zurechtschneidet. Wir werden eine Methode, die Janine gemacht hat, auch noch, die zeige ich auch noch mal. Also, liebe Janine, in dem Fall kupfere ich etwas ab bei dir. Aber ich habe gedacht, das gehört auch mit da rein. Das muss ich in das Video auch mit reinnehmen. Und ja, das habe ich auf jeden Fall bei der Janine gesehen. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Und hier habe ich auch nochmal Laminierfolien. Die habe ich, die sind etwas teurer. Aber am Anfang habe ich erst überlegt, ah ja, soll ich überhaupt so viele kaufen? 100 Stück, hinterher gefällt mir das nicht oder was weiß ich. Und da sind nur 25 Stück drin. Die funktionieren auch sehr gut. Und zwar, da oft wird danach gefragt, welche Stärke. Und zwar steht auf den Laminierfolien 80 Mikron. Diese Stärke empfehle ich euch. Also nehmt diese 80 Mikron Laminierfolien. Ich habe es mit anderen noch nicht ausprobiert, aber ich habe selber recherchiert. Und da stand halt dieses 80 dran. Genau, ich zeige euch mal kurz den Unterschied. Also, das sind hier so gelbe, mit gelber Folie. Ist ja wie bei doppelseitiger Klebefolie, da gibt es weiße oder gelbe oder gepunktete, habe ich noch nicht gesehen, aber und funktionieren genau wie die anderen auch. Ne? So. Genau. Ach, ich bin oben, kein Wunder. Genau. Und das ist dann das Papier, wo man abzieht von der Folie. Ihr seht, es ist, glaube ich, aufgeheizt. Gell? Ja, jetzt leuchtet das grüne Lichtchen. Jetzt könnte man schon loslegen. Ich benutze, ja komm, Ich benutze die hier. Aber ich zeige euch noch die anderen. Und zwar sind da 100 Stück drin. Die sind deutlich günstiger. Da kommt ihr jetzt auf eine Folie pro Preis auf 18 Cent. Also das heißt, die doppelseitige Klebefolie ist wirklich das günstigste, wenn man keinen Verschnitt hat. Also ich habe jetzt keinen Verschnitt mit reingerechnet. Das heißt, ich habe wirklich ausgerechnet, wenn ich 20 cm mir abschneide, wie viel ich aus 50 Meter rausbekomme. Aber hier kann es auch mal passieren, dass eine Folie einen Kratzer hat oder so, dass man dann auch mal einen Verlust hat. Und auch beides bei Amazon gekauft. Wie gesagt, ich werde euch das auf jeden Fall beide unten verlinken. Also die sehen genauso aus, sind bloß mit weiß. Ja, also und beide unten auch abgerundet. Okay, und hier an den Ecken, genau. Also machen wir die wieder rein. Und dann machen wir, würde ich sagen, machen wir heute mal die gelben. Das machen wir hier auf der Seite. Und zwar, also es funktioniert, beide Folien funktionieren gleich. Ihr habt hier euer Blatt, eure Pixelvorlage. Dann nehmt ihr hier euch die Folie, die hat einmal hier so eine durchsichtige, das ist nämlich unsere Klebeschicht.
hier ist unsere Klebeschicht obendrauf, hier auf dem gelben, entschuldigt. Dann dreht ihr das Motiv, das gepixelt werden soll, auf den Kopf und legt das hier so rein. Also ganz und legt es ganz hinten bündig an eure Kante. Ja. Dadurch, dass es hier so ein bisschen, das bremst ein bisschen das Papier, weil das nicht glatt ist, weil da ja dieses Klebeelement, das dann nachher, wenn es heiß wird, klebt, drauf ist. Schaut einfach, dass ihr hier unten nicht drüber, dass es nicht drüber schaut, dass es im Blatt drin, es ist wieder verrutscht. Ja, das kriegt man aber schon hin, also macht euch da keine Gedanken. Und ich mache es dann auch immer so, wenn solange eins durchläuft, präpariere ich gleich das nächste, weil das braucht so ein kleines bisschen, bis es durchgelaufen ist durch das Gerät. Oh, sag mal. Hier hakt es. Warum hakt es hier? Ja, hier merkt man, dass es nicht ganz aufgeht hier. So. Jetzt machen wir die Klebefolie drüber und jetzt ist hier irgendwie Krümel drauf. Das will ich natürlich nicht drin haben hier. Woher der auch immer kam. Jetzt ist wieder verrutscht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wofür weg? Ja, jetzt haben wir es. So, dann nehme ich mein Laminiergerät. Stelle mir das so ein bisschen weg, dass ich hinten Platz habe. So. Und schiebe mir das mit der Zonenende, mit dem Zonenende schiebe ich es rein. Und ihr seht, es läuft relativ langsam. Und in der Zeit können wir gleich schon die nächste Folie vorbereiten. Legt mir das einmal hierher. Und leg mir einfach wieder hier Folie an den Kopf. Wisst ihr was? Ich glaube, jetzt bremst es. Ich darf nicht hinten bremsen. Also guckt, dass ihr wirklich hinten Platz habt, da es sich, wenn es warm ist, noch verbiegen kann. Und wir wollen ja keine gebogenen Platten. So. Und schon haben wir die erste Platte im Laminier. Ich lege es mir erstmal noch auf die Seite. Jetzt machen wir es so. Und zwar, ich habe gemerkt, dass es bei den Folien etwas bremst hier unten. Ich schneide mir einfach ein Stück weg hier unten, dass es ein bisschen kürzer ist. Wir haben ja hier ein bisschen Überschuss, brauche ich nicht. Schneide ich mir einfach ein bisschen weg. Dann tue ich mich leichter, nachher jetzt das in die Folien reinzulegen, weil ich einfach mehr Platz habe. So, und ich habe ohne Probleme hier schön Platz mit die. So,
Was habe ich hier lauter Krümelchen hier auf meinem Schreibtisch? Na? Jetzt. Zack. Und dann können wir uns nächste wieder rein durchlassen. Also wenn ihr merkt, dass es unten nicht ganz abschließt, dann schneidet euch unten einfach einen schmalen Streifen weg. Und dann könnt ihr es durchlassen. So. Ja, das war jetzt der Vorführeffekt sozusagen. Jetzt lassen wir das mal hier noch durchlaufen. Und danach laminiere ich alle anderen Folien auch noch schnell durch. Und dann schneiden wir uns und präparieren uns die Folien. Da gibt es nämlich auch verschiedene Möglichkeiten, die man machen kann. Und die zeige ich euch dann jetzt auch gleich noch. So, ihr seht, es geht auch relativ langsam. Also ich schneide mir jetzt schon mal hier unten bei allen Folien einfach ein Stückchen weg. So hier. Zack. Dann habe ich es gleich einfacher. Ich nehme es nur ein bisschen nach vorne zu mir, damit ich hinten Platz habe. So, ich merke, dass es rausgegangen und ihr seht, es ist jetzt schön klein. Das andere hat sich gleich vorhin ein kleines bisschen gebogen, deswegen biegt sich das jetzt so ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm, also das geht noch, das ist überhaupt kein Problem. Und durch das Laminieren bekommen die Folien halt eine schöne, gute Stabilität. So, ihr Lieben, ich laminiere jetzt alle Folien durch und dann sehen wir uns gleich wieder. Was ich euch vielleicht noch als kleinen Tipp mitgeben kann, und zwar, das habe ich jetzt bei den anderen zwei nicht gemacht, aber das mache ich mir jetzt bei den anderen. Ihr nehmt euch einen Stift und schreibt euch auf die Rückseite, welche Seite ist. Seite 3 ist das bei mir und das ist das Logo. So habt ihr später auch keine Probleme, euch das irgendwie, wie soll ich sagen, euch da durcheinander zu kommen oder so. Und wenn ihr vor allem mal mehrere Bilder vielleicht gepixelt habt, dann wisst ihr genau, okay, das ist Seite 3 mit dem Logo. Weil hinten drauf macht es ja auch überhaupt nichts. Weil es kommt ja später eh so rum. Und dann, wenn man das später dann bepainted hat, ist das ja die Rückseite. Da kann man sich das dann auch nochmal, man klebt es ja dann entweder auf, sagt man, man klebt es ja entweder auf eine Leinwand oder macht es in den Bilderrahmen. Das sieht man es ja sowieso nicht, weil hinten dran ja die Wand ist. Also von daher wird es kein Mensch mehr später sehen. Ja, das wollte ich euch noch zeigen. Und bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Also, ich habe jetzt hier auch bei der letzten Seite auch vergessen, das drauf zu schreiben. Aber ich habe gemerkt, man kann auch hier auf der Rückseite zu schreiben. Und zwar ist das bei mir dann mit Kugelschreiber vorsichtig leicht drauf schreiben. Seite 8. Also, das könnt ihr auch. Und da kann ich mir jetzt hier bei den ersten zwei habe ich das ja auch. Nur, dass jetzt nicht. Das war die erste Seite. So rum. Seite 1 Logo. Achso, schreibe ich hier auch noch hin. Logo. Und das war Seite 2 vom Logo. Damit ihr 1 und 2. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, ich habe mir jetzt meine Folien alle laminiert. Jetzt habe ich hier noch das Laminiergerät. Das stelle ich mir hier vielleicht an die Kante. Das muss jetzt so ein bisschen abkühlen, meinen Stecker rausmachen. So, zack.
entschuldigt, mein Mikrokabel. So, also jetzt kommen wir zum spannendsten Teil, und zwar bei den Folien vorbereiten. Wie gehe ich jetzt vor? Painte ich direkt hier los? Also es gibt die Möglichkeit, dass ihr sagt, okay, ich möchte direkt lospainten, dann müsst ihr hier die Trägerfolie abziehen. Die hier, die gelbe. Und dann könnt ihr lospainten. Ihr müsst nur bedenken, das klebt alles hier. Also das komplette Klebeschicht hier. Seht ihr? Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ansonsten, also ihr könnt es aber euch dann auch mit Washi-Tape abkleben, dass es nicht mehr klebt. Oder ihr schneidet euch das zu. Jetzt sieht man das ja ganz schlecht hier durch. Jetzt muss ich mal gucken. Ihr seht, das sieht man nur ganz schwach hier durch. Dazu würde ich euch, man kann es auch ohne machen. Also muss man halt beim helllichen Tag machen, so dass man es halt wirklich gut sieht. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, und das hat ja auch dann die liebe Janine auf ihrem Kanal gezeigt. Und zwar, ihr nehmt euch ein Lightpad zur Hilfe. Ich habe hier mein Lightpad, das kann ich euch auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Und dann sieht man natürlich super gut durch, wo ist mein Anfang und wo ist mein Ende. Wenn ihr euch das zutraut, dann, wo ist jetzt mein Lineal, könnt ihr euch euer Lineal nehmen, hier anlegen und direkt, zack, das einschneiden. Also es gibt die Möglichkeit, so habe ich es jetzt die letzten paar Male gemacht. Ich lege es mal andersrum, also halt so rum, zur Schrift hin. Ich lasse mir einen kleinen Abstand zu der Zahl, wie ihr seht. Ich zoome euch vielleicht mal ein bisschen ran. So. Dass ihr das besser sehen könnt. Ihr seht, ich habe hier so einen kleinen Mini-Abstand. Und dann nehme ich mir ein Bastelskalpell. Ihr könnt aber auch ein Cuttermesser nehmen. Also dann könnt ihr jetzt zum Beispiel hier einfach schön ringsrum die Folie einschneiden, aber nur das obere, also nur die Abdeckfolie. Das heißt, schneidet nicht zu kräftig. Da würde ich euch wirklich empfehlen. Und jetzt muss ich gerade überlegen, ich painte ja immer von oben nach unten. Das heißt, ich lasse hier unten dann frei und mache dann rechts. So. Und schneide hier oben noch mal ein. Das sehe ich auch ganz genau, wo lang ich geschnitten habe. So. Jetzt könnt ihr hier einfach die Folie abziehen, soweit wie ihr painten wollt. Hier habe ich es nicht richtig eingeschnitten. Schneide ich nochmal vorsichtig nach. So. Zack. Und dann kann ich mir das ungefähr so runterknicken und kann sagen, okay, ich painte jetzt erstmal nur diesen Streifen. Oder ihr könnt auch sagen, ich teile mir das nochmal ein, mache mir ein, hier nochmal einen Streifen runter. Aber darum habe ich jetzt hier unten auch nicht offen gelassen, weil wenn ich hier unten im letzten Streifen bin, will ich mir das nochmal umknicken. Wenn ich nämlich nicht fertig werde, dann kann ich das, ist das mir hier noch dran und kann das super hier oben drauf kleben wieder und es bleibt dran fest. Ich zeige euch mal, gerade im Moment, ich zoome, nehme ich mal wieder ein bisschen raus. Lightpad mache ich mal kurz auf die Seite. Und zwar, ich painte gerade auch an einem selbst gepixelten. Manche kennen es vielleicht schon von meiner Pixel Challenge. Das ist mein zweites Bild. Und da habe ich es genauso gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier einfach eingeschnitten. Könnt ruhig hier ein bisschen ranlassen. Das macht überhaupt nichts, weil das schneidet man ja später wieder weg.
Und dann habe ich mir das hier auch so, da habe ich jetzt von unten nach oben geknickt, beziehungsweise ich hatte im Kopf über erst. Also ich habe immer erst eine Hälfte gemacht, dann habe ich es nur umgedreht und jetzt penne ich eigentlich gerade kopfüber. Und kann das dann halt immer wieder zumachen, solange ich nicht painte. Ja. Und das zeige ich euch später, vielleicht im nächsten Video, wenn wir dann zum Painten kommen wegen dem Rand hier, aber das erkläre ich euch dann später. Das verwirrt euch jetzt vielleicht sonst nur. Also diese Methode gibt's. Haben wir die erste Platte. Dann gibt es die Methode, die Janine gezeigt hat. Die möchte ich euch jetzt auch zeigen. Und zwar nehmen wir uns die nächste Platte, drehe ich wieder um. Und dann nehmt ihr euch ein Lineal. Legt das auch mit einem kleinen Abstand. Ihr müsst ungefähr gucken. Jetzt habe ich hier kein Raster. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil der Stein muss ja neben der Zahl noch ein bisschen Platz haben. Wenn ihr ein Raster habt, vielleicht zeige es euch vielleicht auch noch mal an einem Raster. Ich habe mich auch noch ein anderes Bild vorbereitet. Aber jetzt zeige ich es euch mal hier. Und zwar, ich lasse mir so ungefähr, der Stein ist 2,5 mm. Also ich würde euch fast bei denen empfehlen, erst zu painten und danach zu schneiden. Aber man kann es auch so machen. Ich zeige es euch an beiden. Mit den ohne Raster würde ich tatsächlich empfehlen, euch das Bild erst nach dem Painten zuzuschneiden. Habe ich jetzt einen Bleistift. Und dann mache ich mir hier eine Linie. Zack, oben bis nach unten. Nicht gemalt, hey, ich habe gerade. Weil wenn ich hier nicht ganz genau bin, dann muss ich mich hier auch wieder abschneiden, weil dann doch ein kleiner Überstand ist. Also das empfehle ich euch tatsächlich hier nicht. Malt es jetzt auf der Folie. Ach, das war, weil ich Bleistift habe. Mit Bleistift malt es auf dem Glatten. Also nehme ich mir hier meinen Kugelschreiber. Oder nehmt euch einen Filzstift. Geht auch. Wartet mal, ich habe doch hier, ist vielleicht besser, ich habe hier so einen schwarzen Feinliner. Nehme ich den hier, der malt doch hoffentlich da drauf. Hier bei dem farbigen sehe ich es gut, wo der Rand ist, weil da ist die Farbe der Abschluss. So. Jetzt sieht es schon besser aus. Genau. Dann nehme ich mir das auf die Seite, mein Lightpad. Und dann nehme ich mir einmal die Maschine hier. Es gibt so eine Papierschneidemaschine, die kann ich euch auch gerne mal unten verlinken. Ich schreibe es mir schon auf, sonst vergesse ich es wieder. Genau. So, und dann hat das hier eine Rille, wie ihr hier sehen könnt. Und hier unten hat es auch eine Rille. Und genau da läuft mein Schneidemesser entlang. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe hier unten und oben die schwarze Linie genau an der Rille, dann kann ich mir die Platte schon vorher zuschneiden. Ihr müsst ja gucken, weil das Laminiergerät zieht ja das Papier liegt ja nicht ganz genau gerade. Also ihr müsst da wirklich einfach das Blatt dann einfach festhalten, gucken, dass oben und unten beides an der Rille ist, die Enden. Und dann könnt ihr einmal durchschneiden. Jetzt ist verrutscht. Jetzt habe ich den Salat, weil ich unten nicht richtig festgehalten habe. Jetzt habe ich mir hier ein Stück weggeschnitten. Ist auch eine rutschige Angelegenheit hier auf dem Brett.
Aber so könnt ihr das auch machen, beziehungsweise, also ich klar, ich, also das gibt die Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, müssen wir das dann nochmal ausdrucken, Seite 2. Mache ich mal ganz kurz so ein X drauf, dass ich weiß, okay, die Seite ist die defekt, die muss ich mir nochmal laminieren. Dann habe ich aber, ich zeige es euch mal, ich habe hier nämlich noch ein paar Pixelvorlagen. Und zwar, ich mache hier gerade den Hasen, da können wir uns nämlich, das kann ich euch auch noch gleich zeigen, also Katze hier, genau. Das sind nämlich, und zwar mache ich dieses Bild hier gerade. Und da habe ich jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur so schmale Streifen übrig habt, dann könntet ihr euch das, schneidet ihr euch das einfach zu, weil das wäre schade, wenn man die ganze Laminierfolie, ich habe hier einfach Restepapier genommen, was auf einer Seite schon bedruckt war. Also das, denkt euch das in weiß, dass es auch weiß ist, weil ich habe ganz am Anfang ganz viele Fehldrucke gehabt von der Breite, von den Kästchen und ich wollte das Papier nicht wegschneiden und dann habe ich es auf die Rückseite meine Vorlage gedruckt. Weil das kommt ja eh nach hinten, das sieht man ja später nicht. Also, ich zeige es euch mal hier. Einfach, dass es euch nicht irritiert. So, genau so sieht es dann aus. Ja. Und so könnt ihr euch halt schmale Streifen, die ihr noch ausdruckt, aber das würde wäre ja Laminierfolienverschwendung, auch auf eins. Wir könnten jetzt ja uns einfach mal auch eins zurechtschneiden. Beziehungsweise ich schneide mir vielleicht das hier zurecht. Das ist nämlich auch ein schmales Stück. Da hatte ich mich noch von einem anderen Papier. Und zwar machen wir es dieses Mal mit einem Cuttermesser. Das ist nicht ganz so rutschig wie auf diesem Schneidebrett. So, aber das mit dem Schneidebrett geht auch. Ihr müsst halt einfach nur aufpassen, dass es oben und unten gut festgehalten ist, damit ihr euch das nicht abschneidet, so wie ich jetzt gerade eben. Das war jetzt auch ein blöder Vorführeffekt. Und zwar ist es bei mir ein Randstück. Das heißt, das hier kommt bei mir an den Rand. Das muss ich mal ganz kurz schauen. Seite 3. Muss ich es mir kurz aufmachen, weil ich wollte euch noch was erklären. Dass ich es mir kurz anschaue. Na, geh auf. Und zwar, das ist ein Randstück. Und zwar kommt es bei mir ganz rechts ans Bild. Das ist der letzte Streifen quasi hier. Und ihr seht jetzt, ja, fokussierter. Und zwar seht ihr, ich mache das iPad vielleicht mal da unten drunter weg, dann sieht man es besser. Und zwar seht ihr, jetzt fokussierter oder fokussierter nicht? Jetzt. Ihr seht ja, dass hier rechts auch so ein dicker Streifen ist. Und hier links. Aber wenn hier zwei Blätter aufeinander treffen, wo hier am Ende so ein dicker Streifen ist, dann habt ihr zu viel Platz. Dann gibt es eine, wie sagt man, einen zu breiten Spalt zwischen den einzelnen Blättern. Da, wo die Blätter aneinander gefügt werden, an einer Seite müsst ihr den dicken Streifen wegnehmen. Das heißt, ich lege mir das Lineal genau da vor den dicken Streifen an. Und zeichne mir das nochmal ein. So. Und so.
So. Und hier kann ich es ganz normal machen, weil das ist ja oben und unten, das ist alles Bildrand. Da kann ich den Streifen dran lassen. So. Also wie gesagt, hier bei den Vorlagen, die man sich hier ausdruckt mit Raster, da ist es kein Problem mit dem Vorschneiden. Bei dem, wo kein Raster dran ist, würde ich euch wirklich tatsächlich empfehlen, das am Ende auszuschneiden und nicht... So, jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, ich mache das, schneide es mit der Hand aus. Oder ihr nehmt euch, das mache ich jetzt einfach, nehmt euch ein Cuttermesser und eine Platte. Das ist der Rand, den wir nicht haben wollen. Jetzt muss ich noch mal gucken, habe ich jetzt davor oder dann direkt drauf gemalt. Das heißt, ich lege mir das Lineal so an, dass ich die schwarze Linie direkt abschneide. Also, dass es direkt an der schwarzen Linie, vor der schwarzen Linie liegt. Dann nehme ich mein Cuttermesser. Ich mache es über die ganze Breite hier. Hebe mir das fest und fahre beherzt hier entlang. Jetzt merke ich schon, dass sich das löst. So. Und habe mir den schwarzen Rand hier ganz knapp abgeschnitten, wie ihr sehen könnt. Hier kann ich ihn dran lassen, das heißt, ich kann das direkt so anlegen. An der schwarzen Linie. Ups. So. Da kann, wie gesagt, der Rand dranbleiben. Das Ende. Wer den nicht dran haben möchte, der kann sich das natürlich auch wegschneiden. Also. Und dann hier noch einmal. Ihr seht, es geht auch ganz gut. Oder wie gesagt, ihr könntet es euch jetzt auch mit der Schere ausschneiden, wenn euch das lieber ist. So. Und dann habt ihr euren Streifen oder euer Blatt Papier und könnt anfangen zu painten. Hier habe ich es nicht ganz getroffen, da würde ich jetzt, ich persönlich jetzt quasi mit der Schere nochmal lang gehen. Ich habe es auch nicht ganz getroffen hier links. Scheibenkleister. Ja, also braucht man, glaube ich, auch echt ein bisschen Übung, bis man das gemacht hat. Ich mache es ja natürlich immer anders, ich mache es immer nach der Methode, wie ich euch hier gezeigt habe, dass ich mir das einfach einschneide und wenn ich das Bild gepaintet habe, wenn ich das komplette Bild fertig habe, also beziehungsweise wenn ich so eine Platte fertig habe, schneide ich mir einfach mit der Schere hier entlang. Also ich bin mit der Schere sicherer als jetzt hier mit dem Skalpell, mit dem Messer. Ich wollte euch einfach nur noch mal die einzelnen Methoden zeigen, wie ihr das machen könnt. Ihr müsst dann natürlich für euch selber abschätzen, wie genau bin ich. Aber ihr seht es hier mit einer Schere, die Linien sind ja da. So, zack. Und dann kann ich hier unten schön die andere Platte dran machen und kann hier das drüber painten.
Also ihr seht, mit der Schere geht es auch wunderbar. Das ist das, was ich euch auch echt empfehlen würde und was am einfachsten und am schnellsten geht. Einfach die Platten painten und wenn ihr gepaintet habt, hier den Rand abschneiden. Also das bleibt natürlich dran. Da kommen wir noch. Und wenn ihr das macht, mal beim nächsten Video, dann wisst ihr auch, okay. Jetzt zum Beispiel hier. Ich hatte hier beim Druck eine Reihe, wo ich das Bild nicht richtig zugeschnitten habe. Das gibt so eine ganz helle Reihe, die habe ich weggelassen. Und jetzt machen wir die Folie einfach mal kurz weg. Ich mache sie mir nachher noch mal drauf, dann wieder drauf. Und zwar, ich wollte es euch nur zeigen, dann könnt ihr auch hier, nicht richtig eingeschnitten hier. Könnt ihr hier auch, ach, ich wollte auch den Rand wegschneiden. Mal kurz ein bisschen konzentrieren hier, genau. Und dann, wenn ihr hier am Rand seid, wo die Steine sind, da könnt ihr ja eh super einfach entlang schneiden. So. Macht sie Stein selbstständig. Das ist falsch rum. Kurz wieder richtig drauf machen. Und dann habe ich mir hier das quasi schön abgeschnitten. Das ist mein Bildende quasi oder Bildanfang. Und hier rechts kommen die nächsten Teile dran. Aber das machen wir dann im nächsten Video. Da zeige ich euch dann, wie ihr die Platten zusammenfügt und was da zu beachten ist. Genau. Vielleicht noch ein bisschen weiter runter, damit das natürlich auch alles abgedeckt ist. So, jetzt aber. Zack. Prima. So. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Ihr seht, das Video wird ein bisschen länger und zwar zur Steinchenbestellung. Ich mache mal ganz kurz alles sauber und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt geht's weiter. Ich habe hier ein bisschen sauber gemacht. Und zwar, es ist so, jetzt habt ihr euch ja eure Vorlage ausgedruckt und habt eure Platten laminiert. Jetzt wollt ihr natürlich noch eure Steinchen bestellen, beziehungsweise vielleicht auch aus eurem Restbestand schauen, was habe ich denn da noch an Steinchen? Muss ich da vielleicht nur ein Päckchen kaufen anstatt zwei Päckchen? Da schaut ihr einfach dann mal nach. Und zwar habt ihr euch diese Legende ausgedruckt. Und zwar ist es so, dass ihr, ich suche mal vielleicht ein bisschen ranzoomen. 13 bis 46. Nur dass ich weiß, Und zwar seht ihr ja hier die Anzahl. Und das ist die Durchnummerierung der Farben. Mein Bild hat ja hier jetzt 53 Farben. Und hier nebendran ist das Symbol, das dann auf eurer Leinwand drauf ist. Hier ist die DMC, also das hier ist DMC. Genau, ich mache es nur, dass ich weiß. Weil ich es jetzt rangezoomt habe, weil ich, dass ich im Bild bleibe, auch dass ihr alles seht. Und hier haben wir die DMC-Nummern. Und hier ist nochmal die Farbe, also wie die Farbe aussieht. Und hier, wie viel Steine ihr braucht. Also eigentlich Stitches, das ist ja eigentlich ein Programm für Stickvorlagen. Aber man kann hier, das sind quasi bei uns die Steine. Das habt ihr jetzt gar nicht gesehen, also hier Steine. Und jetzt ist es so, vielleicht mache ich es auch so einfach bis zu 30. Genau. Dann, jetzt müsst ihr euch ausrechnen, okay, wie viel Steinchen braucht ihr, also wie viel Beutel. Es ist so, die meisten Händler liefern also wenn man Steine bestellt, in 200
Steine Portionen. Das heißt, ihr habt ein kleines Päckchen mit 200 Steinchen dran. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Jetzt habe ich gerade geschickt Stein hergeholt und zwar in diesen Portionen. Das ist jetzt die DMC Nummer 158. Das sind immer circa, also ganz wichtig, dass ihr das wisst, circa 200 Steinchen drin. Es können mal plus, minus 20 Steinchen sein. Und genau, da müsst ihr euch ausrechnen, wie viel Päckchen braucht ihr. Das heißt, ihr müsst bei der Bestellung immer angeben, wie viel Päckchen und nicht wie viel Steine ihr braucht. Das ist ganz wichtig, dass ihr das wisst. Also ihr müsst bei der Bestellung angeben, wie viel Päckchen ihr braucht. Das heißt, ich muss mir das umrechnen. Wenn ich jetzt hier stehen habe, 77 Steinchen, dann brauche ich natürlich, reicht mir ein Päckchen, dann schreibe ich nur eine 1 hin. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wie hier unten bei der 17, also bei der hier 280 Steine habe, brauche ich natürlich 2 Päckchen, dann schreibe ich mir eine 2 hin. Wenn ihr mal eine große Zahl habt, wie hier unten, bei mir sind es 49.986 weiße Steinchen. Ja klar, das Bild ist ja außenrum nur weiß. Dann empfehle ich euch, einen Taschenrechner herzunehmen. Ich habe ja so einen analogen oder Handy, was auch immer. Und dann teilt ihr euch das nicht durch 200, sondern durch 190. Und zwar, es kann immer mal passieren, dass weniger Steine drin sind. Und wenn das so angenommen, dass hier, wenn man das aufrundet, fehlen ja nur noch 14 Steinchen, dann wären es ja 50.000 Steinchen. Und das würde glatt aufgehen mit 200er Päckchen. Aber es kann natürlich sein, bei, jetzt rechnen wir das mal, wir rechnen es mal aus. Also, 49, 900, 86, stimmt es? Ja. Es spiegelt nämlich, ich sehe es jetzt gar nicht, was ich da eingebe. Geteilt durch 200 ist gleich 249,93. Wenn bei den 249 nur 3 dabei sind, die vielleicht 10 Steine jeweils weniger haben, das wären 30 Steine zu wenig, dann habe ich hier schon ein Problem, weil ich ja nur, weil es ja nur eine Spanne von 14 Steinen habe. Das heißt, teilt euch, also jetzt machen wir 49.986 und dann teilt ihr euch das durch 190. Das sind dann 263 Tütchen. Es ist nämlich auch so, dass in diesen Tütchen ja auch mal, das wird nach Gewicht abgefüllt. Nicht, das wird ja nicht nach Steinchenzahl abgefüllt, sondern nach Gewicht. Es kann immer mal sein, dass in einem Tütchen auch Steine sind, die verformt sind oder die irgendwie ein Loch haben oder die einfach nicht schön sind und die fallen ja dann auch weg. Also ihr habt da immer einen gewissen Ausschuss auch mit dabei. Darum teilt euch eure Steinchen immer durch 190. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst habt ihr, vielleicht steht ihr am Ende vom Bild und ihr müsst nochmal Steinchen bestellen. Das wäre natürlich dann ärgerlich, weil man will jetzt das Bild ja dann auch fertig bekommen und will dann nicht nochmal Steinchen bestellen. Je nachdem, wo man sie bestellt, dauert es dann auch noch wieder Ewigkeiten, bis sie da sind. Also so viel zum Ausrechnen, wie ihr eure Steine berechnen könnt. Ich habe euch zum Bestellen eine Liste erstellt. Und zwar, ich habe auch ein Blanko, glaube ich, ausgedruckt. Und zwar ist das hier so eine DMC-Liste. Da sind alle DMC-Nummern drauf. Diese verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox. Dann kommt ihr auf meinen Blog und könnt ihr euch kostenlos runterladen. Also das ist überhaupt kein Problem. Und da schreibt ihr euch drauf, das ist meine Bestellung, die ich gemacht habe. Da schreibt ihr euch drauf, wie viel
Bags, also Bags heißt Tüten, wie viel Bags ihr braucht, weil je nachdem, wo ihr bestellen müsst, habt ihr vielleicht einen englischen Kontakt, wenn ihr die Steinchen in China zum Beispiel bestellt. Und hier habt ihr gesehen, 5200 habe ich 285 Tüten bestellt. Ja, weil ich noch für ein anderes Bild mitbestellt habe. Also ich habe mir 1 Kilogramm bestellt und habe mir quasi für 2 Bilder dann die Steinchen schon bestellt. Und da tragt ihr euch dann alles ein. Die Häkchen ist bei mir nur die Kontrolle gewesen, ob alle Steine angekommen sind, ob ich auch alle Farben bekommen habe. Und das hat auch alles gepasst. Und zwar schreibt ihr euch dann quasi hier sauber. Ihr müsst wirklich gucken, dass ihr sauber und leserlich eure Steinchen hier eintragt. Ihr könnt, jetzt überlege ich das, ob ich das, ich glaube, ich kann nur eine PDF hochladen. Ich wollte gerade überlegen, ob ich eine Word-Datei hochlade, damit ihr das vielleicht auch direkt mit dem Computer eingeben könnt. Aber ich glaube, ich kann nur eine PDF auf meine Homepage hochladen. Da muss ich mal gucken. Ihr seht es ja dann. Ja, und dann tragt ihr einfach eure Steinchen rein, wie viele Steine ihr von jeder Farbe braucht, wie viele Tütchen. Genau. Und dann ist es ja auch noch so, dass man ja auch Restesteine hat. Ich drehe es mal um erstmal, dass es nicht irritiert. Und zwar, ihr seht, hier habe ich ein paar Minus. Das sind nämlich die Steine, die ich nicht bestellt habe. Und da schaut ihr jetzt einfach mal, habe ich euch wieder rausgezoomt eigentlich? Ja, Gott sei Dank. Sonst hättet ihr jetzt vielleicht gar nicht alles gesehen. Und zwar, ich habe, wie viele von euch vielleicht schon wissen, hier also eine Kiste, wo ich meine Restesteine aufbewahre. Und jetzt schaue ich einfach mal hier die 159. Habe ich die hier? Hoffentlich. Und die 158 habe ich hier. 159 nicht dabei. Ich habe das nochmal gepixelt. Beziehungsweise, ja, ich muss da nochmal durchgehen. Ich habe mir nämlich auch bei ein paar Bildern, die ich jetzt gerade painte, zum Beispiel hier brauche ich ja nur 2 Steinchen, habe ich die mir da nämlich weggedacht. Genau, dass ich da brauche ich ja nicht extra ein Tütchen. Jetzt schauen wir mal. Ja, also im Grunde, also ihr schaut einfach in eure Aufbewahrung, wo ihr eure Steinchen aufbewahrt, also eure Reststeine. Und zum Beispiel habe ich hier von der Farbe 3756 habe ich ganz viele Steine noch übrig, wie ihr seht. Und der Witz ist, es ist jetzt fast von einem Bild gewesen nur. Und manche Händler geben wirklich sehr, sehr großzügig. Zum Beispiel Evermoment gibt immer sehr, sehr großzügig Steine mit dazu. Und wenn man sich die halt aufhebt, dann braucht man sich die nicht bestellen. Ich habe hier eine kleine Waage. Und zwar ist das eine Feinwaage. Die wiegt bis zu 100 Gramm und wiegt auf 2 Kommastellen. Und das ist mich für uns eigentlich voll interessant, denn 200 Steine wiegen circa 1,2 Gramm. Dann stelle ich hier ich habe hier so einen kleinen Becher, den ich mir hier drauf stelle. Das macht es einfacher. Dann mache ich mir hier meine Waage an. Ich hoffe, ihr seht das auf dem Bild jetzt. Seht ihr das gut? Ja, seht ihr die Zahl jetzt gar nicht drauf, gell? Seht ihr das jetzt so? Auch nicht, weil das so blau schimmert, gell? Ah, das ist schade. Kann man das ausmachen? Nee, kann man nicht ausmachen. Aber ich sage euch einfach, was draufsteht. Es leuchtet jetzt leider blau. Das habe ich jetzt vorher nicht ausprobiert, aber ich habe auch keine andere. Und angenommen, ich brauche jetzt von der Farbe, was weiß ich, 3 Bags. Dann wären, oder sagen wir, wir brauchen
drei Tüten, also 600 Steinchen, dann wären das ja 3,6 Gramm. Und dann wiege ich mir das einfach ab und gucke, habe ich 3,6 Gramm? Hier habe ich 3,2. Ja, ich bin schon über 4, also weiß ich ganz genau, okay, das reicht mir. Also so, ich würde euch diese kleine Waage tatsächlich empfehlen zu kaufen. So könnt ihr ganz sicher sein. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Farbe habt, bei der ihr nicht so viele Steinchen habt, zum Beispiel wie hier, und ihr wollt wissen, okay, ich brauche eine Tüte, zum Beispiel ein Bag, und ihr seid euch nicht sicher, oh, wie viel sind das? Sind es 200 Steine oder sind es keine 200 Steine? So circa. Dann ist es auf 0, ja. Jetzt ist es auf 0. Und dann wiege ich mir meine Steinchen ab und sehe, oh, hoppla, es sind nur 0,68 Gramm. Das heißt, wir würden auf jeden Fall, das sind ungefähr an die 100 Steine dann, die Hälfte, also von 1,2 sind ja 0,6. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall von der Farbe noch. Jetzt, wenn ich das aber so gesehen hätte in der Tüte, hätte ich gedacht, oh ja, das könnten vielleicht schon so 200 Steinchen sein. Also da verschätzt man sich schnell. Also man muss da wirklich aufpassen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich was habe, wo ein bisschen. Suche jetzt gerade eine Farbe raus, wo vielleicht so ein bisschen über 200 sein könnte. Die hier zum Beispiel. Und dann könnte ich ja sagen, okay, ja, sind es jetzt 200? Reicht mir das? Jetzt ist es wieder auf 0. Jetzt seht ihr es ja leider nicht in der Kamera. Und dann kippe ich mir das so rein. Sehe, ah ja, das sind 1,47. Also das heißt, es sind auf jeden Fall 200 Steine. Das reicht mir, die Farbe brauche ich nicht bestellen. Also geht da als erstes, geht mit der Liste durch, schaut, welche Farben habt ihr, wiegt eure Steine ab, wenn ihr es nicht genau wisst. Wenn ich natürlich hier so eine große Packung habe, ja, so eine große Packung habe mit so vielen Steinen noch übrig, ja, und ihr wisst, ich brauche nur 200, dann braucht es natürlich nicht abwiegen. Aber wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, ist halt so eine kleine Feinwaage wirklich was Tolles. Also das empfehle ich euch definitiv. Sowas. Ich habe sie auch bei Amazon, ich glaube, 8 Euro gekostet. Also es ist wirklich auch nicht die Welt. Und man könnte das auch so machen. Also dass man das, aber ja. Ich nehme so ein kleiner Plastikbecher, ist echt am praktischsten. So. Dann habt ihr eure Steine ermittelt. Habt euren Bestand durchgeschaut. Und daher ist es auch immer ganz toll, wenn man sich die Steine wegsortieren kann, die restlichen Steine. Und so kommt man halt an Bilder wirklich günstig, weil diese Laminierfolien, eine Folie 14 Cent, eine Folie 18 Cent, 20 Cent, das sind dann 2 Euro für dieses Bild. Jetzt nur Laminierfolie, was mich das gekostet hat. Und dann habe ich noch, vielleicht habe ich die Hälfte meiner Steine, habe ich schon. Das heißt, ich brauche nur noch vielleicht die Hälfte meiner Steine bestellen, ja. Und dann kommt ihr auf ein Bild, auf ein günstiges Bild, sage ich euch. Es ist wirklich auch eine günstige Angelegenheit. Und wenn ihr dann eure Steine ermittelt habt, dann schreibt ihr euch da rein, wie viele Tüten ihr braucht. Dann solltet ihr, je nach Händler, ob ihr jetzt in Deutschland bestellt oder in China. Fangen wir jetzt mal an mit Deutschland. Es gibt zwei Händler, die ich da empfehlen kann. Es gibt einmal die Tanja Bachhofen, die bezieht die Steine, also die arbeitet mit der Firma Diamond Pending mit Herz zusammen. Die haben ganz tolle Acrylsteine. Ich habe euch doch jetzt gerade vorhin den Hasen gezeigt, wo habe ich schon jetzt hingelegt. Diese Steinchen sind von Diamond Pending mit Herz, also von den, die verkauft es, die Tanja Bachhofen. Und da ist es so, dass man die quasi per E-Mail anschreiben kann. Ich schreibe euch natürlich die E-Mail-Adresse an. Da kostet ein Tütchen 10 Cent.
zuzüglich Versand und die Lieferung braucht zwischen 14 und 20 Tage. Je nachdem, wenn ihr aber nur eine kleine Menge braucht an Steinen, hat es auch manchmal schon vorrätig. Das ist dann unterschiedlich, aber meistens, wenn man so ein großes Bild bestellt, braucht man ja viele Tütchen, dann dauert es immer ein bisschen länger. Also gerechnet lieber mit längerer Zeit als mit kürzerer Zeit. Genau, da schreibe ich euch die E-Mail-Adresse unten auch in die Infobox natürlich. Dann gibt es noch Diamond Painting Deutschland. Die haben eine eigene Homepage, da könnt ihr direkt die Steinchen bestellen und die sind auch innerhalb von 1 bis 4 Tagen, glaube ich, steht immer dran, sind die da. Da kostet ein Tütchen 25 Cent. Die haben allerdings Harzsteine, das heißt eine andere Steinqualität. Da könnt ihr auch bestellen, wenn ihr vor allem sagt, ich brauche kurzfristig Steine. Das summiert sich natürlich, wenn ihr hier mal ausrechnet, 285 mal 25 Cent, muss man sich überlegen, dann wird es schon teuer. Können wir ja mal ausrechnen, das interessiert mich jetzt mal. 285 geteilt durch 0,25, nee, mal 0,25. 285 mal 0,25 wären 71 Euro. Das ist halt natürlich dann schon happig. Dann wird es teuer. Und da habt ihr nur eine Farbe bestellt. Aber wenn ihr sagt, zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr braucht schnell ein paar Steine, ihr braucht nicht viele, dann ist es auf jeden Fall eine Adresse, weil die halt wirklich schnell liefern können. Die haben das vorrätig im Lager, da könnt ihr bestellen und ihr habt es innerhalb von 2 bis 3 Tagen da. Ein deutscher Kontakt, genauso wie bei der Tanja Bachhofen. Genau. Oder es gibt natürlich noch die Möglichkeit, in China die Steine zu bestellen bei AliExpress. Da habe ich jetzt letztes Mal mein 1 Kilo bestellt. Da kostet 1 Kilogramm, kostet da, lasst mich überlegen, 26 Euro. 26 Euro, aber ihr habt 214 Tüten in Harzqualität, also in einer sehr guten Steinequalität. Die Acrylsteine sind aber auch gut. Also Harz, es heißt nicht, also Acryl heißt nicht gleich schlechte Steine. Es ist nur eine andere Qualität. Ja, aber da. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mal ein Video drüber mache, was der Unterschied ist zwischen Harz und Acryl. Und vielleicht mache ich das auch mal, weil ich das immer wieder lese. Sind Acrylsteine schlechter? Oder ja, es liegt wirklich auch am Händler. Also ob der eine gute Steinqualität bekommt oder nicht. Da kann ich euch den Händler Homefun empfehlen. Und da ist es dann wichtig, dass ihr da ein Foto davon macht. Macht aber von jedem Blatt einzeln ein Foto. Und wichtig ist, dass das Foto klar und hell ist. Also macht ein klares Foto mit einer hohen Auflösung am besten. Macht wirklich ein gutes Foto von dieser Bestellung. Umso weniger Ärger habt ihr später. Da macht ihr 2 Fotos. Dann geht ihr auf die Homepage, ich verlinke euch direkt den Steinchen-Link vielleicht bei Homefun. Dann kommt ihr direkt zu den Steinchen, dann wählt ihr euch 1 Kilo oder je nachdem, wenn ihr halt sagt, ihr braucht nur die Hälfte, 350 Steinchen, dann könnt ihr auch einmal 200, einmal 100 und einmal 50 Steine bestellen. Und wenn ihr da halt noch ein paar Päckchen übrig habt zum Aufsammeln, schreibt ihr euch halt ein paar Zahlen hin, vielleicht von Farben, die ihr noch nicht habt. Dann habt ihr die auch im Stash, vielleicht bis zum nächsten Bild oder ihr überlegt euch gleich, pixelt euch gleich 2 Bilder, so wie ich es gemacht habe und bestellt euch gleich 1 Kilo, da kommt der am günstigsten. Genau, und dann schreibt ihr die Bags hin. Ich hatte dann auch, glaube ich, noch 20 Tüten bis zu den 417 und habe mir hier noch ein paar einzelne Tüten aufgeschrieben, die ich noch nicht habe, die Farben, und die sortiere ich mir dann weg in meine Restekiste und dann kann ich beim nächsten Bild, brauche ich die Farbe dann vielleicht, ja. Und dann bestellt ihr die Steine, kauft 1 Kilogramm Steine, kauft ihr, bezahlt
Und sobald ihr bezahlt habt, bekommt ihr von HomeFun, also von AliExpress, bekommt ihr eine Bestätigung. Dann geht ihr auf die Bestätigung und bei der Bestätigung steht Nachricht hinterlassen. Da klickt ihr drauf. Und wenn ihr bei Nachricht hinterlassen draufklickt, öffnet sich ein Chatfenster, so wie ihr es kennt von WhatsApp oder Messenger. Und dort könnt ihr dann die Bilder hochladen. Wichtig ist, dass ihr das zeitnah macht. Also ihr kriegt eigentlich direkt, wenn ihr bestellt habt, bekommt ihr eigentlich schon eine Bestellbestätigung. Also es geht rucki-zucki bei denen. Ich glaube, das ist auch so ein automatischer Prozess. Wenn man bestellt, bekommt man gleich eine Bestellbestätigung. Und dann könnt ihr dem Käufer diese Listen zuschicken. Ihr macht ein Foto und schickt das Foto dem Käufer. Der wird dann schon antworten, ob das Foto geht oder ob das Foto nicht geht. Also bei mir war es kein Problem. Wichtig ist, dass ihr keine dunklen Fotos macht. Die nimmt er nicht an. Da müsst ihr wirklich drauf schauen, dass ihr da ein klares Bild bekommt, weil ihr müsst euch auch vorstellen, der druckt das Foto aus und gibt es seinem ins Lager und sagt, hier sortiert mal die Steine zusammen. Wenn aber das Bild natürlich nicht gut ist und ihr könnt und die Steine können und der, wo die Steine da zusammensucht, muss also Rätsel raten, ob das jetzt eine 4 oder eine 6 ist, dann ist es schlecht. Also deswegen ganz, ganz wichtig, dass ihr da sauber arbeitet. Und das klar abfotografieren. Genau, und meistens bekommt man dann auch ein Okay. Dann schreibt ihr noch hin, am besten in Englisch schreiben, nicht in Deutsch. Manche Händler übersetzen sich das dann auch in Deutsch, in Chinesisch oder was auch immer. Aber am besten in Englisch schreiben und sagt, das sind die Farben für meine Bestellung. Und dann weiß der Händler schon Bescheid. Meistens kriegst du dann noch so ein kurzes Okay zurück. Und die Lieferung war bei mir dann auch innerhalb von 12 Tagen da. Also es geht dann eigentlich auch relativ fix. Meistens kriegt man dann schon nach 3 Tagen schon die Versandbestätigung. Und seid ein bisschen geduldig. China hat eine andere Zeitzone. Da kriegt ihr nicht direkt immer gleich Antwort, also gebt dem Händler ruhig einen Tag zu antworten. Und wenn ihr keine Antwort bekommt, dann würde ich aber auf jeden Fall mal nachhaken und fragen, ist das in Ordnung mit der Liste? Und ja, nur dass ihr Bescheid wisst. Also da kann ich, aber HomeFun ist da eigentlich ganz cool im Service. Also ich hatte da noch keine Probleme beim Steine bestellen. Wenn ihr euch dann mit dem englischen Kontakt ein bisschen schwer tut, dann würde ich echt euch empfehlen, bestellt bei Tanja Bachhofen die Steine. Da habt ihr einen deutschen Kontakt, die antwortet auch super schnell. Sie ist auch, man kann sie auch kontaktieren unter Facebook. Da ist sie auch drin und zwar gibt es die Facebook-Gruppe Diamond Painting für Anfänger und Profis. Die kann ich euch auch mal unten verlinken. Da ist sie nämlich mit drin und da könnt ihr sie auch anschreiben. Unter Tanja Bachhofen, beziehungsweise sie ist ja auf Facebook, dann könnt ihr sie auch so anschreiben. Genau. Sie hat auch eine PDF, eine Excel-Datei, die sie euch als dann auch schickt, wenn ihr, ich weiß nicht, sie nimmt sicherlich aber auch diese Listen an, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, sie hat auch eine eigene Excel-Liste, als ich damals meine Steinchen bestellt habe bei ihr. Da gebt ihr dann einfach die Nummern ein und dann seht ihr hier unten schon, wie viele Tüten das sind. Genau, also auch kein Problem. Das war für meine Pixel-Challenge, habe ich da die Steinchen bestellt. Ja, genau. Also ich glaube, so haben wir es soweit. Dann könnt ihr da jetzt schon mal weitermachen. Das Video ist jetzt wirklich ein bisschen länger geworden, aber mir war es wichtig, auch das im Einzelnen und im Detail auch mit euch zu besprechen, damit ihr da auch keine Probleme habt, wenn Fragen auftaucht. Ihr könnt mich wie immer anschreiben, unten in der Infobox sind auch meine Daten hinterlegt, wie E-Mail-Adresse oder Facebook-Kontakt oder Instagram-Kontakt. Könnt ihr gerne mich anschreiben, ist gar kein Problem. Ich helfe euch da wirklich gerne weiter. Ne? In diesem Sinne, viel Spaß beim Pixeln und Steinchen bestellen. Und im nächsten Video, im Teil 3, im letzten Video, werden wir dann die Platten, die gepainteten Platten zusammenfügen.
Ich zeige euch, wie man das macht und wie man verhindert, dass man einen Übergang sieht und was da zu beachten ist. Genau. In diesem Sinne, viel Spaß beim Painten der Platten und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.